Ja, das machen wir doch umgehend, natürlich. Wir gehen mit Tommy gemeinsam nach den Leuten sehen. Und bevor wir weitergehen, ganz kurz die Info. Die Folge heute wird ein bisschen länger, weil die letzte ja so unglaublich kurz war. 16 Minuten nur. Ich hatte keinen Timer in der Nähe gehabt, deswegen war die Folge leider etwas kürzer als sonst. Und naja, gestern und vorgestern bin ich schlicht und ergreifend nicht zum Aufnehmen gekommen. Das tut mir leid, aber ich denke, die meisten haben sich da wahrscheinlich schon daran gewöhnt, dass wenn es mal nicht klappt mit der Aufnahme, dass dann halt auch mal was ausfällt. Das tut mir natürlich sehr leid, aber ist manchmal halt einfach nicht, manchmal einfach nicht zu vermeiden. So. Auf geht's. Jo, Tommy, was geht? Gehen wir in die Treppe hier hoch. Ich hoffe mal, den Leuten von Tommy geht's soweit gut, ne? Wir müssen ja immer noch auf die Klicker und sowas aufpassen. Wir gehen mal gerade da hinten in den Raum rein. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten noch irgendwas ist, was wir mitnehmen können. Siehst du, sag ich doch, da unten liegt nämlich direkt was. Ein paar Zusammensetzteile, also ein paar Teile und ein bisschen anderen Krams noch. Hier haben wir noch Munition für die Pistole, ein bisschen Alkohol. Das können wir alles gut gebrauchen zum Craften halt vor allem. Und da liegen auch noch ein paar Pillen. Sehr nice. Okay. Auf geht's. Mal, Tommy, der ist ja schon vorgegangen. Was ist denn los mit dir, Junge? Hey, Tommy. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Aber wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, was haben wir denn da? Kleiner? Hallo? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, ist süß, auf jeden Fall. Aber müsste der denn nicht theoretisch gesehen schon über 20 Jahre alt sein? Oder gibt's hier, ich glaube kaum, dass es hier in der Apokalypse einen Hundezüchter gibt, oder? Also ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Ja, ich glaube, ich mache Alkohol. Das klappt diesmal. Glaubst du es nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Ahnung. Oh, warte mal. Da haben wir eine Waffenwerkbank, da wollen wir doch direkt mal dran gehen. Dann an die Arbeit. Oh ja, und dann holen wir uns mal hier ein bisschen Waffenverbesserung. Waffenhalfter hier. Das haben einige gesagt, ich soll den Waffenhalfter mal verbessern. Dann möchte ich ihm doch gerne nachgehen. Und das machen wir dann einfach mal. So. Das ist nicht schlecht. Ah, okay, okay. Dann können wir im Kampf schnell die Waffen switchen quasi. Das ist sehr gut. Okay, die würde ich aber gerne rausnehmen und durch die hier ersetzen. Die müssen wir auch eben noch nachladen. Ein paar haben einmal nachgeladen und dann geht's weiter hier, oder was? Können wir hier noch nachladen? Haben wir dann noch andere? Ja, gut. Nur das Jagdgewehr, aber passt schon. Also bekanntlich besser als nichts. Okay, wir behalten nochmal die Pistole im Lauf. Mehr nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, die Jungs machen hier den Job auf jeden Fall gut, glaube ich. Ist nicht schlecht. Ja, das war dann Stein, okay. Steinson. Okay, das ist gut. Komm hier, hier. Fertig? Spaß! Fertig! Mach schon! Drück drauf! Es geht los! Okay. Hammermäßig. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen?
Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Bitte. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Na, ganz toll. Mist! Räuber! Halte sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Fuck. Komm, jetzt fange ich um, du Pisser. Oder vielleicht doch die andere Pistole nehmen. Oder hier, das Ding. Das Ding ist auch gut. Na, wo bist du, du Arsch? Komm, zeig dich. Ist der weg dahin? Glaube ich irgendwie. Ah ja. Komm, Alter. Ich wollte gerade sagen. Okay, da oben. Bam. Boah, wo kommen die denn auf einmal her? Die haben spitz gekriegt, dass das Kraftwerk läuft, wa? Das ist das Einzige, was mir einfallen würde. Dass sie das hier mitbekommen haben und haben sich gedacht, hey, geil. Da schauen wir mal vorbei. Boah. Okay, hier. Shotgun. Shotgun. Okay, die nehmen wir auch mit. Hier mit. Okay, halten. Zack. Die Eisenstange ist besser als der Daisy. Das Zeug nehmen wir auch mit. Fireflan. Ja, geil. Oh, warte. Hey. Okay, pass auf. Wo sind die? Oben sind die. Okay. Ist da eine Treppe? Nee, ist keine Treppe. Okay, fuck it. Wir müssen da hoch. Bam. Hier ist aber noch einer. Da kommt er. Doch nicht? Mein Gott. Da sind sie. Los, schnell zur Brücke! Alter, die haben den Tisch kaputt gemacht. Was für Asoziale. Oh, hier ist noch eine Verbesserung, die nehmen wir mit. Rauchbombe verbessert. Nice. So. Fuck. Warte, hier, Pam. Da war noch eine Karte. Oder sowas. Schallpläne des Kraftwerks. Warum? Das sieht ziemlich kompliziert aus. Was soll ich damit? Okay. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Alter, was? Fuck this shit. Wo lang? Hier lang, ne? Oder?
Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Boah. Ja, sozial. Schweine. Okay, am besten immer auf den Kopf ziehen, das ist am einfachsten. Wir geben uns ja genug Zeit. Der ist down. Fuck, daneben. Okay, warte mal. Der eine lebt aber noch. Der macht aber auch nichts. Hä, warum macht der nichts? Gib mir Deckung, ich gehe ran! Naja, ich sehe es, wie du rangehst. Du rotzt die Sonne weg. Nice. Boah, was? Hey! Okay. Wollt ihr sie schießen? Weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht einen Mate von uns treffe. Wir müssen zu den Frauen! Ich bin schon da! Ja, ja, go, go, go. Vorsicht! Jetzt mach schon! Hey! Was war das? Gibt's nicht! Du bist gut versteckt. Alter, das gibt's nicht. Was ist das für ein Arsch? Der weicht allen Schüssen aus, oder? Warte. Ein Schuss. Für zwei Gegner gibt's nur Schüsse. Mega. Okay, warte mal. Kurz Heal nehmen. Okay. Ein Schuss ist halt echt scheiße, ne? Okay, komm, ja, wir sind ein bisschen mehr. Ihr müsst halt immer so oft nachladen. Das ist immer scheiße, aber. Egal, egal, egal. Okay, wir haben gerade drei Schüsse gekriegt, oder für die. Für das Jagdgewehr, oder? Ne? Noch ein bisschen Pistolmunition. Was war das? Achso, irgendwas anderes, okay. Okay, 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 okay. Wo haben wir da einen? Da hinten. Da bist du. Oh, mega. Da ist noch einer. Von dem sieht man immer nur ein bisschen. Das ist mir zu risky, da jetzt zu schießen. Na komm. Zeig dich doch mal richtig, du Arsch. Der zeigt sich nicht, der Pisser, ne? Ist das überhaupt ein Gegner? Ih, dem fehlen die Beine. Bah. Oh fuck. Den hab ich gar nicht gesehen. Komm, schieß. Schieß. Todesurteil. Was? Wer ist tot? Tommy? Ach krass. Oh. Bei dem einen nicht zu risky gehen, weißt du, und da einfach draufbolzen. Scheiße. Entschuldigung. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler. Ein Fehler. Und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria.
Maria! Jetzt geht's los. Du, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Oh nee, Ellie, was machst du denn? Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ruhig. Ja. Ah, dürfen wir noch reiten, Alter? Wie geil. Da sind Spuren. Na komm. Wie kann ich ihn schnell reiten? Ach, mit Sprinten wahrscheinlich, genau. Boah, wie geil. Einfach mal jetzt so eine Reitsequenz oder was. Cool. Und die Mucke wieder dazu, aber es ist natürlich... Keine Ahnung, was Ellie sich dabei jetzt denkt, einfach abzuhauen. Was soll denn das? Ich meine, ich kann sie schon irgendwo verstehen. Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Ich finde halt... Weiß ich nicht, Joel und Ellie haben halt so viel durchgestanden. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich wäre die letzten Schritte jetzt auch noch mit Ellie zusammengegangen, ganz ehrlich. Also, ist meine Meinung. Wie gesagt, die haben gemeinsam so viel durchgestanden, hätte sie das doch jetzt auch noch in Wege gekriegt. Kann ich also ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, warum er jetzt, ja, Ellie mehr oder weniger hier abgeben möchte. Hier geht's nicht weiter. Zumal Tess ja auch tot ist, ne? Okay. Was sollen wir machen? Absteigen oder was? Ach ne, da drüben geht's lang. Na komm. Hufspuren! Die muss in dem Wald sein! Ellie, was soll das denn bloß? Ich glaube, da bei die Kulisse ist einfach nur mega episch. Da! Spuren! Okay, gut. Lieber Spuren als Sporen, sag ich mal, ne? Was ist das denn hier, Alter? Wie geil das hier ist. Okay. Ach Mensch, Ellie, was machst du denn? Hier ist ein Auto. Wo? Wie viele sind es? Verdammt, viel zu viele. Fuck. Hier ist Pistolenmuni. Ich geb dir Deckung. Hast du den? Okay, du machst das. Okay, ist down. Oben ist noch einer. Na komm, guck doch mal nach oben. Bam, bim, boom. Headshot, Digga. Okay. Warte mal, wir switchen gerade mal kurz die Waffe. Und dann gucken wir mal. Das war doch bestimmt nicht der Einzige hier, oder? Ja. Du Arschloch. Ach, guck mal da. Hey. Was geht ab? Ich gar nicht gesehen. Da musst du jetzt auch schon mal hingucken. Gib mir Deckung. Warte mal. Warte, hier gibt keiner irgendjemandem Deckung. Ach, da oben. Na, sieh mal einen an. Na, du Arsch. Hey, sehe ich dich nicht mehr, das ist unfair. Ah, der sitzt da noch, alles klar. Frage ist, ist hinter uns noch was? Okay, sieht fürs Erste nicht so aus. Er ist da drüben. Hier drüben! Hi. Oh, bist du der verrückte Professor oder was? Scheiße. Oh fuck, da oben. Ey.
Das ist ja nicht lustig jetzt. Für die andere Knarre auch noch ein bisschen was? Okay, super. Also, wir holen uns jetzt zuerst da oben den Flammenwerfer. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Hey, du hast eine Axt, Joe! Mein Gott. Drecksau. Du Tränke. Stinkt. Das kann doch nicht angehen, Alter. Mann, weil der die Fick-Axt nicht gezogen hat. Oh. Kann er doch nicht machen, Alter. Ja, genau. Wow. Without aim, bitch. Nein. So. Wie sieht's aus? Okay, wo ist der scheiß Thrower da oben? Er sitzt da hinten, ne? Kleine Pissbirne. Okay, der ist auch down. Hoffe ich jetzt einfach mal. Müsste aber eigentlich. Der hat ja in sein eigenes Ding reingeschmissen. Also hat er ist in sein eigenes Ding reingelaufen. Geh hier hoch. Hallo, Pisser. So, das Messer jetzt benutzt. Ich wollte eigentlich wieder die Axt benutzen, aber irgendwie geht das nicht. Irgendwie zieht der Spacko die manchmal nicht. Okay, war irgendwo noch einer. Da hinten. Wo ist der? Da. Okay, vielleicht sollten wir das. Du Arsch. Okay, ist auch da. Ja, 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 genau den habe ich gesucht. Okay, ist down. Mega. Boah. Okay, ich glaube, das war es hier soweit. Gehen auf jeden Fall hier nochmal in die Butze rein. Boah. Was ist doch noch nicht? Kann doch nicht angehen, Alter. Wo? Okay, haben wir. Sehr gut. Das heißt, da drüben ist auch noch eine Bude. Dann gehen wir da eben auch noch mal kurz rein. Hier die Ausbeute war ja jetzt irgendwie nicht so geil. Da kommen wir nicht hoch. Müssen wir außen rum gehen. Aber wir müssen uns auch dringend heilen noch. Warte mal. Also, okay, machen wir erstmal so ein Ding. Zack. Hier können wir noch einen basteln. Zack. Hier können wir keinen basteln, weil wir keine Klingen haben. Alles klar. Wie gesagt, hier würde ich ganz gerne auch nochmal gucken. Haben wir noch ein bisschen was für die Handschrotflinte? This is absolutely, absolutely okay. We take this shit. Da kommen wir nicht lang. Also schätze ich mal, dass wir hier hinten lang müssen. Das ist nur so ein Tipp von mir. Ja, auch nicht. Hä? Müssen wir doch da hinten lang. Oder was? Hier lang? Kommen wir aber nicht lang. Weil da sind Pferdespuren. Das heißt, sie ist da auch lang gekommen. What the fuck? Achso, warte, ich wollte mich heilen hier. Guck mal. Wo ist denn unser Brother Nero? Ist der hier hinten? Hä? Alter, Tommy, wo bist du? I want to call you, but I have no phone. Jetzt mal ernsthaft, wo ist der hin? Ich glaube, der hat sich in Luft aufgelöst. Tommy? Tommy? Ich sehe da drüben immer was, aber da ist niemand. Ach, das ist das. Achso, okay, okay, okay. Krass, das sind die Dings, die aufploppen. Die, die Texturen. Voll geil. Okay, pass auf, was haben wir hier noch? Vielleicht geht's hier weiter. Okay, die haben sich hier erstmal einen fetten Grill gegönnt. Auch nicht verkehrt. Ach, da unten ist er. Guck mal da. Hey. Komm, zu den Pferden. Jo. Die Pferde kommen zu uns, Mann.
Weil wir es einfach easily drauf haben. Was los? Komm! Komm! Komm, Pferd, lass uns davon reiten. Alter, ich guck. Ha, das war so gewollt. Okay, auf geht's. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Hoffen wir es. Aber dann in der Bude haben wir sie ja nicht gefunden gerade. Gehen wir. Können also guter Dinge sein. Dass sie es tatsächlich geschafft hat. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ellie. Was machst du da für eine Scheiße, Mann? Boah, wie weit ist die bitte schon geritten? Das ist ja unfassbar. Gut, sie hat ja gesagt, sie kann reiten. Aber trotzdem, wie weit ist die schon gekommen? Voll krass. Es ist ja doch voll gefährlich, hier durch den Wald zu reiten, ne? Nicht, dass wir angeballert werden oder sowas. Ja, bei der Ranch. Ja. Sie muss da drin sein. Ja, aber Vorsicht, 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 Alter. Ich weiß nicht. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob wir dieser Ranch hier trauen können, Alter. Sieht sicher aus. Ja. Natürlich tut's das. Ah, ich weiß nicht, ey. Wir sollten uns nicht zu sicher fühlen, auf jeden Fall. Vorsicht! Ellie? Ellie? Ich bin hier! Oh, Herrgott. Sonst geht's dir aber noch gut, Mädchen, oder was? Warte, bevor wir uns unterhalten, muss ich erstmal ein bisschen was sammeln hier. Ja, sowas zum Beispiel. Was haben wir hier noch? Ah. Schere. Siehst du, so eine Waschküche ist doch auch für was gut, ne? Schrotmuni, klar. Hey, die Schrotmuni in der Waschküche. Habt ihr auch in eurer Waschküche eine Schrotmuni? Könnte ja sein, dass man irgendwann eine Apokalypse ausbricht. Dann hast du Waschküchen-Schrotmunition. Sehr gut. So. Mädchen, wo bist du? Ich werde jetzt nicht in irgendeinen Raum reingehen und dann ist die dann und geht die Zwischensequenz los. Und wir haben nicht gelootet, weißt du? Das ist ja jetzt... Wäre nicht so geil. Was haben wir da? Da ist noch einer. Hey, ein Magazin. Null Punkt. Savage Starlight. Und auch hier den Klappentext. Buch 12, Null Punkt. Vor 15 Tagen hatten die Reisenden die Enttarnte von Neumann entdeckt. Der Angriff tötete den Großteil der Mannschaft und vielleicht noch wichtiger, er unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mit Unterlichtgeschwindigkeit würde 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniela verloren zu sein. Alles klar. Die Hoffnungen sind verloren. Die Messe ist gelesen. Keine Ahnung. Denn der Knöter Heinz am Abgrund seiner Hemisphären. Das Leben am Ende. Und wir sammeln weiter fleißig Schere und Klebeband. Boah. So, Ellie, jetzt ist aber mal Schluss. Wo bist du? Mädchen, zeig dich. Hä? Okay. Hat die nicht gesagt, die ist hier? Das war mal eine echt schöne Ranch gewesen, muss ich sagen. Also es ist schade, dass die hier so kaputt ist. Die war mal echt schön. Okay, haben wir hier eine Tür und da eine Tür? Dann gehen wir erstmal in die Tür rein. Schönen guten Tag. Okay, also gebadet hat hier schon Ewigkeiten keiner mehr. Eindeutig. Okay, Ellie. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Na?
Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Toll. Sieh hier drüben nach. Mann, Ellie tut mir voll leid. Ellie tut mir richtig leid. Okay, pass auf. Okay. Gehen jetzt erst den hier holen. Wir sind der Axtmörder. Wir sind der Axtmörder. Komm ruhig rein, Schätzelein. Hey, verdammt, eine Leiche. Wo kann die bloß herkommen? Na? Was geht ab? Du Pisser. Boah, das ist eine Machete. Eine Machete. Aber die Bomben. Ich weiß ja nicht, wir haben eine Axt, ne? Bleib da. Okay, mal gucken, wo haben wir denn da unten einen? Oh, fuck. Drecksau! Alter, was soll das denn? Das finde ich richtig ungeil von dir, Digga. Hä? WTF. Hey, guck mal, der sieht aus wie... Außen rum. Okay, wieder ein bisschen zurückziehen. Da darf man ruhig mal ein bisschen Munition sparen. Hi. Okay, das Ding ist kaputt. Wir gehen hoch und holen uns die Machete. Still! Liegt die da noch? Ja, die liegt da noch. Geil. Direkt beim Blut. Boah, voll das geile Thumbnail. Okay. Ist es aber nicht. Alles sauber. Okay, gehen wir raus zu dem Pferd. Ja. Da bin ich dabei, mein Freund. Da bin ich dabei. Kann ich das sagen? Das machen wir. Haben wir hier unten noch irgendwas vergessen? Nö, ne? Wir können uns vielleicht ein bisschen Gesundheit hier mitnehmen. Nö, haben wir voll. Okay. Easy, dann lass uns abstampfen hier. Wir haben hier alles mitgenommen. Auf geht's. Ich hoffe, die Pferde sind safe da draußen. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Thank you.
Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Sehr gute Entscheidung. Kriegt das andere Team den Ball? Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich... Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Okay. Ich weiß aber noch nicht, ob wir hier wirklich... alleine sind. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt ab hier wahrscheinlich frei bewegen, oder was? Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Man kann ja nämlich da vorne auch noch weiter reiten. Warte mal, was ist denn das hier? Staff Parking Science Center. Warte mal, wo geht's denn zum Science Center? Da hinten geht's zum Science Center. Hab ich das richtig kapiert? Dann lass uns da erstmal geradeaus da oben reiten. Und einfach mal schauen, was wir da vorne noch so finden können. Ob es da vielleicht noch irgendwas gibt, was man vielleicht mitnehmen kann. Irgendwas. Irgendwas Cooles vielleicht, irgendwas, was wir noch gebrauchen können vielleicht. Weil natürlich durch den Angriff und sowas bei Tommy im Kraftwerk hat natürlich alles hier schon so ein bisschen gelitten jetzt bei uns. Und ich glaube, hier gibt's nichts. Doch, einmal da drinnen gibt's was. Ich hab das doch da gerade blinken sehen. Hör mal, ich bin doch nicht blind. Ich bin weder blind noch blöd, weiß ich. Frage ist, wie kommt man denn in diesen verkackten Haus denn rein? Hä? Das Haus keinen Eingang. Ruhig, Carlos. Hier kommen wir da nicht. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Try.